Willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute entführe ich euch in das Jahr 1966. In diesem Jahr fand einer der mysteriösesten Fälle von spurlosem Verschwinden statt, von denen ich je gehört habe. Gleich drei junge Frauen, Freundinnen, werden nach einem sonnigen, heißen Tag am Strand niemals wiedergesehen und verschwinden für immer. Im Radio hörte man Drafi Deutscher, Roy Black, die Beatles, Frank Sinatra oder Freddie Quinn. Neben den aktuellen Nachrichten über den Vietnamkrieg, der die Welt noch immer in Atem hielt, oder über den Regime-Change in Argentinien, bei dem sich das Militär an die Macht putschte. Vielleicht hörte man auch, dass der Schweizer Kanton Basel-Stadt das Frauenwahlrecht einführte, während im Schweizer Kanton Zürich das Frauenwahlrecht hingegen per Volksabstimmung abgelehnt wurde. Ganz sicher aber bekam man den Rücktritt des deutschen Bundeskanzlers Ludwig Erhard mit oder die prunkvolle Hochzeit der Kronprinzessin Beatrix der Niederlande mit Klaus von Amsberg in Amsterdam. Außerdem lief im deutschen Fernsehen die erste Folge der Serie Raumpatrouille, die fantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion, und die Beatles traten zum letzten Mal gemeinsam dort auf, wo LaVey seine Church of Satan gründete, in San Francisco. Außerdem gab es 1966 eine Menge Flugzeugabstürze, Erdbeben und Wirbelstürme. Ich denke, an spektakulären Nachrichten und Meldungen mangelte es in diesem Jahr nicht. Eine spektakuläre Meldung bzw. Nachricht kam in diesem Jahr aus dem US-Bundesstaat Indiana. Auch wenn man hierzulande vielleicht nichts davon mitbekam, aber in Indiana kennt man bis heute die drei jungen Frauen, die im Sommer 1966 im Indiana Dunes State Park im Norden von Indiana verschwanden. Patricia Bluff, 19 Jahre alt, René Brühl, ebenfalls 19 Jahre alt und Ann Miller, 21 Jahre alt. Sie waren gute Freundinnen und unternahmen sehr viel miteinander. Patricia Bluff und René Brühl kannten sich schon von der Highschool. Ann Miller stieß später zu den beiden, als sie Patricia Bluff auf einem Gestüt kennenlernte, auf dem sie Pferdetrainerin war und auf dem Patricia ihr Pferd unterstellte. Patricia arbeitete als Sekretärin und René absolvierte im Sommer 1966 gerade einen einjährigen Kurs in Medizintechnik. Außerdem war René die einzige, die schon verheiratet war, und zwar seit knapp 15 Monaten, mit einem Mann namens Jeffrey. Alle drei waren begeisterte Reiterinnen und sehr gute Schwimmerinnen. Das Wochenende vom 2. Juli war ein langes Wochenende, denn am Montag war der 4. Juli, Unabhängigkeitstag und Feiertag. Die drei jungen Frauen wollten etwas unternehmen und da es sehr heiß war, beschlossen sie, am Samstag in den Indiana Dunes State Park zum Baden zu fahren. Der Indiana Dunes National Park und der Indiana Dunes State Park, die sich 40 Kilometer östlich am Südufer des Michigansees entlang erstrecken, bieten wunderschöne Strände mit hoch aufragenden Sanddünen und herrliche Wanderwege. Es war schon sehr heiß, als die 21-jährige Ann Miller an diesem Samstag gegen 8 Uhr früh ihr Haus verließ, in ihren viertürigen Buick stieg, um ihre beiden Freundinnen im Westen von Chicago abzuholen. Zuerst Patricia von ihrem Wohnsitz in Westchester. Patricia erzählte ihrer Mutter noch, dass die Frauen planten, am frühen Abend wieder zurück zu sein, damit sie noch genug Zeit hätte, das Abendessen für ihren Ehemann Jeffrey vorzubereiten. Danach holten sie René Brühl von ihrem Haus in der West Fulton Street ab und hielten noch an einem Drogeriemarkt, um Sonnencreme zu kaufen. Die Frauen erreichten den Indiana Dunes State Park gegen 10 Uhr morgens. Ann Miller parkte auf dem Parkplatz des Parks und die Frauen wanderten zu einer Stelle, die etwa 100 Meter vom Ufer des Lake Michigan entfernt war. Als sie ankamen, zeigte das Thermometer schon 30 Grad an. Bis Mittag waren schwüle 33 Grad vorhergesagt. Es wehte ein leichter Wind vom Michigansee her und es tummelten sich schon tausende Wasser- und Sonnenhungrige am Strand. Um die 9000 Menschen sollen an diesem Samstag dort gewesen sein. Wie auch ein junges Pärchen, das nur wenige Meter von den drei jungen Frauen entfernt am Strand lag und einen sehr guten Blick auf sie hatte.
Die drei Freundinnen suchten sich einen guten Platz unter drei Pappeln und breiteten ihre Decke am Rand einer Düne aus. Dann zogen sie sich ihre Badekleidung an. N, eine 1,57 Meter große Brünette mit blauen Augen, trug einen blauen zweiteiligen Badeanzug mit einem roten Gürtel. Patricia, oder auch Patty genannt, 1,62 Meter groß, mit braunem Haar und braunen Augen, trug einen leuchtend gelben Bikini mit Rüschen. Und René, die mit 1,75 Meter die größte von den dreien war, hatte braunes Haar und haselnussbraune Augen und trug einen braunen Badeanzug mit einem Muster aus grünen Blumen und goldenen Blättern. Gegen 12 Uhr beobachtete das junge Pärchen, neben den drei Frauen, wie die drei alle ihre Sachen zurückließen und ins Wasser gingen. Sie sahen, wie sie sich mit einem Mann unterhielten und dann in das Boot dieses Mannes stiegen. Erst als das Pärchen am Abend, als die Dunkelheit anbrach, den Strand verlassen wollte, fiel ihnen auf, dass die drei jungen Frauen seit Stunden nicht wiedergekommen waren und wunderten sich, wo sie sein könnten und warum sie ihre Habseligkeiten so lange unbeaufsichtigt ließen. Bevor sie selbst nach Hause fuhren, meldeten sie ihre Beobachtungen einem Park Ranger und gaben an, dass sie gesehen hätten, wie die drei Frauen gegen 12 Uhr an Bord eines weißen Bootes mit blauer Innenausstattung und Außenbordmotor gingen und mit dem Fahrer nach Westen gefahren sind. Das Boot wäre nicht sehr lang gewesen, circa 4 bis 5 Meter lang, und der Mann hätte dunkles, lockiges Haar gehabt. Der Parkranger bedankte sich bei dem Pärchen und sammelte die Gegenstände ein, die die drei jungen Frauen zurückgelassen hatten. Er verstaute sie im Büro der Parkleitung für den Fall, dass die Vermissten zurückkämen. Es war nicht unüblich, dass junge Frauen am Strand von gut aussehenden Männern mit Boot angesprochen wurden und sie sich manchmal auf eine Spritztour einladen ließen. Und manchmal wurde aus einer kleinen Bootstour auch schon mal eine Mondscheinfahrt. Was die drei Freundinnen am Strand zurückgelassen hatten, war ein großes Handtuch, ihre Shorts, Blusen, Schuhe, Zigaretten, Sonnenmilch, Sonnenbrillen, ein kleines Radio, 25 Cent, ein Portemonnaie mit Schecks im Wert von etwa 500 Dollar bzw. rund 450 Euro sowie den Autoschlüssel. Die drei Frauen tauchten nicht wieder auf. Und am Montagabend, dem 4. Juli, klingelte das Telefon in der Park Ranger Station im Nationalpark. Am Telefon war ein aufgebrachter und besorgter Mr. Bluff, der sich nach dem Verbleib seiner Tochter Patricia erkundigen wollte. Erst in diesem Moment wurde dem Park Ranger klar, dass drei Frauen verschwunden waren, seit fast 3 Tagen. Schon am Wochenende hatten die Familien Bluff, Miller und Brühl in Illinois Vermisstenanzeige erstattet. Sofort begannen die Parkranger, den Park zu durchsuchen und fanden auch schnell den alten Buick von N. Miller auf dem Parkplatz. Er stand dort unverändert seit dem 2. Juli. Kleidungsstücke und andere persönliche Gegenstände der jungen Frauen befanden sich ebenfalls noch im Auto. Erst daraufhin setzten sich die Parkranger mit den Strafverfolgungsbehörden in Verbindung und alarmierten die US-Küstenwache. Die Suche nach den verschwundenen Frauen wurde aber erst am 5. Juli, ganze 3 Tage nach ihrem Verschwinden, eingeleitet. Zuerst wurde eine minutiöse Durchsuchung des 2180 Hektar großen Parks und der gesamten Küste im Osten angeordnet, die sich bis nach Michigan City nahe der Grenze zwischen Indiana und Michigan erstreckte. Suchtrupps, darunter 42 freiwillige Soldaten einer nahegelegenen Raketenbasis und 10 Mitglieder der Sheriff-Truppe von Porter County zu Pferd, trotteten über die ausgedehnten Dünen, durch dichte Wälder und über stille Wiesen mit der schönsten Flora des mittleren Westens. Weitere Zeugen meldeten sich mit widersprüchlichen Angaben über die letzten bekannten Bewegungen der Frauen. Aber die Behörden glaubten, dass die Berichte der ersten Zeugen, dem besagten Liebespärchen, wonach die Frauen an Bord eines Bootes gegangen waren, am zuverlässigsten waren. Im Laufe der nächsten Woche wurde die Suche intensiviert und auf 10 Kilometer im Westen des Parks ausgeweitet. Die Suche nach den drei Frauen lief rund um die Uhr. Aber nichts wurde gefunden.
Es meldeten sich immer mehr Menschen, die die drei jungen Frauen gesehen haben wollten, und diese schienen zu bestätigen, was das junge Paar zuvor ausgesagt hatte. Sie wurden gesehen, wie sie ein weißes Boot betraten, das von einem unbekannten Mann gesteuert wurde. Viele beschrieben diesen Mann mit Anfang 20 und gebräunter Haut sowie dunklem, gewelltem Haar. Außerdem soll er eine Strandjacke getragen haben. Flugzeuge überflogen kreuz und quer das südliche Ende des Michigansees. Die Küstenwache überprüfte jedes Boot am Ufer des Michigansees in Illinois, Indiana und Südmichigan. Bluthunde wurden im Park eingesetzt und die Besitzer privater Hütten am Seeufer wurden aufgerufen, ihre Grundstücke nach Hinweisen auf die drei Frauen abzusuchen. Rund 250 Hütten in der Gegend wurden überprüft. Nichts. Man appellierte öffentlich an jeden, der die drei Frauen beim Einsteigen in eines der Boote gesehen haben könnte, und bat darum, sich dringend bei der Parkverwaltung zu melden. Es gingen mehr als 100 Anrufe ein, die meisten waren unbrauchbar und die anderen brachten sie leider auch nicht weiter. Patricia, Ann und René sollen sogar noch Tage später beim Einkaufen gesehen worden sein. Aber das hielten die Ermittler sofort für unwahrscheinlich. Die Frauen hatten ihre Schuhe am Strand zurückgelassen, was darauf hindeutete, dass sie definitiv ins Wasser gegangen sein mussten. Entweder zum Schwimmen oder für eine Bootsfahrt. Die tagelange Suche nach ihnen blieb erfolglos. Man fand nichts, was auf ein Verbrechen hindeutete, aber auch nichts, was erklären könnte, was sonst mit ihnen geschehen sein konnte. Ein Ertrinken wurde eigentlich von Anfang an ausgeschlossen, da alle drei als gute Schwimmer galten und Taucher auch nichts fanden. Die Familien der jungen Frauen kannten niemanden, der ein Boot besessen hätte, und konnten sich auch nicht vorstellen, dass die drei jemanden kannten, der ein Boot besaß. Sie waren der Meinung, dass die drei nicht viel mit Booten am Hut hatten, sondern eher mit Pferden. Alle drei waren begeisterte Reiterinnen. Patricia besaß sogar ein eigenes Pferd, ein Vollblut namens Hank. Es hatte erst 2 Wochen zuvor ein Rennen gewonnen. Ein paar Tage später wurden bei einer weiteren Suche am Ufer des Michigansees Trümmerteile entdeckt. Das Wrack wurde ans Ufer gespült, etwa 5 Kilometer von der Stelle entfernt, an der Ann, Patricia und René zuletzt gesehen worden waren. Die Küstenwache ging der Sache nach, stellte aber fest, dass niemand ein vermisstes Boot gemeldet hatte. Rund um diese Fundstelle herum wurden keine weiteren Trümmer gefunden und Taucher, die auch an dieser Stelle noch einmal tauchten, fanden nichts. Dann meldete sich ein Mann, der an diesem Samstag auch am Strand war und Videoaufnahmen gemacht hatte. Er bot den Ermittlern seine Aufnahmen an, in der Hoffnung, damit zu helfen. Nach der Sichtung des Materials und hunderten von Zeugenbefragungen konnte die Polizei nun ihre Suche auf 2 Boote eingrenzen. Auf einen 8 bis 8,5 Meter langen Kabinenkreuzer und einen 4 bis 5 Meter langen Trimaran Runabout. Das kleinere Boot ist wegen seiner 3-Rumpf-Konstruktion ziemlich auffällig. Es ist außerdem aus Glasfaser gefertigt und wurde auf den Filmaufnahmen von einem Mann Anfang 20 gesteuert, der gut gebräunt war, dunkles, welliges Haar hatte und eine Strandjacke trug. 3 Frauen, die die gleichen farbigen Badeanzüge trugen wie René Brühl, Patricia Bluff und Ann Miller, wurden gesehen, wie sie in dieses Boot stiegen. Miss Bluff, oder die Person, von der die Ermittler glaubten, dass sie Miss Bluff war, saß vorne neben dem Mann. Die beiden anderen Frauen saßen hinten. Bei dem größeren Kabinenkreuzer handelte es sich um ein Boot, von dem viele Zeugen, darunter ein Rettungsschwimmer und ein Anwalt, aussagten, sie hätten gesehen, wie 3 Frauen mit 3 Männern an Bord gegangen seien. Diese Sichtung erfolgte jedoch später am Tag, gegen 15 Uhr, also 3 Stunden, nachdem man die Frauen gesehen hatten, wie sie das kleinere Boot bestiegen. Andere Zeugen sagten aus, sie hätten die 3 am Strand entlang gehen sehen, sie hätten sich etwas zu essen geholt und seien dann in die Dünen gegangen. Das legte für die Ermittler die Vermutung nahe, dass sie vorher von dem Mann in dem kleineren Boot wieder am Strand abgesetzt worden waren und sie dort darauf warteten, dass der junge Mann mit seinen beiden Freunden und einem anderen, größeren Boot wieder zurückkam. Es wurde gesehen, wie ein anderer, unbekannter Mann diese 3 jungen Frauen ansprach und sie dann mit ihm zu diesem größeren Boot gegangen sind.
Dieses zweite Boot war mit einer Antenne ausgestattet, trug aber leider nirgendwo eine Aufschrift oder einen Namen. Diese letzte Sichtung wurde nie bestätigt, da man nicht hundertprozentig sicher sein konnte, dass es sich bei diesen drei Frauen wirklich um Anne, Patricia und René gehandelt hatte. Die Behörden hielten sie jedoch für zuverlässig. Trotz aller Bemühungen war man dennoch nicht in der Lage, die Schiffe bzw. deren Besitzer je ausfindig zu machen. Angeblich wurden sie nie wieder gesehen. Nach über einer Woche intensiver Suche und unermüdlicher Ermittlungsarbeit war man sich sicher, dass man die drei jungen Frauen nirgendwo im Park oder im Wasser finden würde, weder tot noch lebendig, und stellte die Suche ein. Als sich ein Hellseher meldete und behauptete, er hätte in einer Vision gesehen, wo die Mädchen begraben wurden, wurde noch einmal ein ganzes Grundstück umgegraben und auf den Kopf gestellt. Aber auch diesmal fand man leider nichts. Auch wenn es nun keine groß angelegten Suchaktionen mehr gab, wurde trotzdem weiter ermittelt. Es musste doch herauszufinden sein, was mit diesen drei jungen Frauen geschehen war und warum. Die Ermittler begannen, die Hintergründe der Frauen zu recherchieren, um herauszufinden, ob ihr Verschwinden vielleicht freiwillig gewesen sein könnte. Es wurde herausgefunden, dass alle drei gewisse persönliche Probleme hatten. In der Handtasche von René wurde ein 2 Wochen alter Brief an ihren Ehemann Jeffrey gefunden, in dem sie ihm vorwirft, mehr Zeit mit Autos zu verbringen als mit ihr und andeutet, sich scheiden lassen zu wollen. Den Brief hat sie ihm aber nie gegeben und Jeffrey und ihre Familie waren sich sicher, dass sie ihn in einem Anfall von Wut nach einem Streit geschrieben hatte und er keine Bedeutung hätte. Überhaupt waren sich die Familien aller drei Frauen darüber einig, dass es keine so gravierenden Probleme gegeben hatte, die ein solches Verschwinden gerechtfertigt hätten. Alle drei hatten Jobs, gute Freunde und Dinge, die ihnen im Leben wichtig waren und die sie niemals einfach so zurücklassen würden. Lediglich von Patricia Bluff ist bekannt, dass sie in einem recht lieblosen Elternhaus aufgewachsen war. Das erzählte jedenfalls ihre 2 Jahre jüngere Schwester Janice Jahre später einem Fernsehsender. Sie sagte, sie und ihre Schwester hätten deshalb auch ein so enges Verhältnis zueinander gehabt, weil sie mehr oder weniger nur sich beide hatten. Sie sagte auch, dass sie der Kälte und Lieblosigkeit zu Hause zu entfliehen versuchten und schließlich Wärme und Trost bei Pferden fanden. Und dass Patricia überglücklich gewesen war, als sie sich ein eigenes Pferd kaufen konnte. In dem Stall, in dem sie ritt, lernte sie dann Anne Miller kennen, die dort die Pferde trainierte. Patricia lebte mit ihren 19 Jahren damals noch zu Hause, kam und ging aber zu jeder Tages- und Nachtzeit. Auch wenn ihre Schwester Janice davon sprach, dass sie als Kinder nie in den Arm genommen worden wären und ihre Eltern ihnen nie gesagt hätten, dass sie sie liebten, setzte Mr. Bluff alle Hebel in Bewegung, seine Tochter zu finden. Er arbeitete damals bei der Civil Air Patrol, einer freiwilligen Einheit der Air Force, und flog selbst unermüdlich die gesamte Gegend ab, in der seine Tochter verschwunden war. Er wollte die Hoffnung nicht aufgeben, sie zu finden. Janice berichtete dem Nachrichtensender außerdem, dass sie mit Patricia am Abend vor ihrem Verschwinden ein beunruhigendes Gespräch geführt hat. Zitat: Sie fing an zu weinen und sie hat nie geweint. Sie sagte, ich bin in schrecklichen Schwierigkeiten. Janice wusste, dass ihre Schwester mit einem verheirateten Mann zusammen war und fragte sie daher, ob sie schwanger sei. Aber ihre Antwort war etwas uneindeutig, denn sie sagte nur, ich wünschte, es wäre so einfach. Janice stellt klar, dass sie nicht weiß, was mit ihrer Schwester und ihren beiden Freundinnen damals geschehen sein könnte. Aber es gab sehr wohl die Theorie, dass es etwas mit Abtreibungen zu tun gehabt haben könnte. Denn auch Anne war mit einem verheirateten Mann liiert. Und Monate nach ihrem Verschwinden erzählten Freunde von ihr, dass sie ihnen erzählt hätte, eventuell in ein Frauenhaus für unverheiratete Mütter gehen zu wollen. Dass zumindest Anne zum Zeitpunkt ihres Verschwindens im 3. Monat schwanger war, scheint heute unbestritten zu sein. Von Patricia hingegen weiß man es nicht definitiv. Schwangerschaftsabbrüche waren damals illegal und es wurde vermutet, dass die drei jungen Frauen nur zum Michigansee gefahren waren, um sich dort mit jemandem zu treffen, der sie zu einer illegalen Abtreibung fahren sollte.
Es war bekannt, dass ein Ehepaar namens Largo hinter der Grenze solche Abtreibungen vornahm. Angeheizt wurde das Gerücht noch dadurch, dass behauptet wurde, der Mann, mit dem die Frauen gesehen worden waren, hätte dem Neffen der Largos ähnlich gesehen, einem Ralph Largo Jr. War es also ein schiefgegangener Schwangerschaftsabbruch, der mit dem Tod einer der Frauen endete und die anderen Frauen mussten sterben, weil sie Zeugen davon waren? Angeblich sei auch dieser Theorie damals nachgegangen worden. Aber nichts dergleichen konnte bestätigt werden. Und hätten die Frauen so etwas vorgehabt, hätten sie dann nicht ihre Sachen mitgenommen? Hätten sie sich auf dem Weg zum Strand noch Sonnencreme gekauft? Eine letzte Theorie brachte die Frauen in Verbindung mit der Pferdemafia. Die Frauen ritten oft auf dem Gestüt von einem Mann namens George Jane in Illinois. Er war ein bekannter Pferdehändler und es war bekannt, dass er in kriminelle Machenschaften verstrickt war. Er und sein Bruder Silas waren über ein paar Pferdegeschäfte in einen heftigen Streit geraten und rund ein Jahr bevor die Frauen verschwanden, explodierte auf dem Gestüt eine Autobombe, die eine Frau tötete. Es wird vermutet, dass diese Bombe eigentlich für George Jane bestimmt gewesen war. Letzten Endes wurde George Jane 1970 durch einen Schuss ins Herz getötet und sein Bruder Silas wurde wegen Verschwörung zum Mord an seinem Bruder verurteilt und kam ins Gefängnis. Er wurde auch der Entführung einer Frau namens Helen Voorhees Brach im Jahr 1977 verdächtigt. Da die Telefonnummer von George Jane bei den Habseligkeiten der Frauen gefunden wurde, wurde auch in diese Richtung ermittelt. Die Theorie war, dass eine oder alle Frauen Zeugen dieses Vorfalles geworden waren und man diese Zeugen einfach aus dem Weg geschafft hatte. Auftragsmorde scheinen in dieser Gesellschaft nichts Ungewöhnliches gewesen zu sein. Also hat man sie eventuell in eine Falle gelockt und auf dem See entsorgt. An einem Ort also, an dem an diesem Tag Tausende von Booten auf dem See unterwegs waren und mit der größtmöglichen Anzahl an Zeugen. Aber gut. Was heißt das schon? Ted Bundy war da ja auch nicht zimperlich. Oder war ihr Verschwinden vielleicht doch freiwillig und sie entschieden sich aus Angst vor diesen Verbrechern zu fliehen und ihre Flucht zu inszenieren? Irgendwo ein neues Leben anzufangen, weit weg von der Gefahr für Leib und Leben? Monate vor dem Verschwinden hatte Patricia blaue Flecken im Gesicht und hätte angeblich gesagt, dass sie Probleme mit dem bekannten Pferdesyndikat hätte. Auch soll sie gesagt haben, dass sie fortgehen würde und niemand sie finden würde. Wer diese Quellen sind, konnte ich nicht herausfinden. Vielleicht hat das also nicht wirklich stattgefunden und wurde im Nachhinein erfunden. Wenn es also von den Frauen selbst geplant gewesen war, spurlos zu verschwinden, hätte zumindest der erste Mann mit dem kleineren Boot in den Plan eingeweiht sein müssen. Aber ist das plausibel? Sie ließen alles zurück, Kleidung, eine Menge Geld und ihre Schuhe. Sie gingen fort, nur mit ihrer Badekleidung. Eine Woche später gewann Patricias Pferd Hank bei einem Rennen $900. Was heute einem Wert von rund 7.000 Euro entspricht. Dieser Gewinn wurde nie eingefordert. Und es kann sich niemand aus ihrer Familie vorstellen, dass sie ihren geliebten Hank einfach so zurückgelassen hätte. Das oder die Schiffe, auf denen die Frauen gesehen worden sein sollen, bleiben sowieso bis heute ein Rätsel. Niemand hat sich je gemeldet und sich als Besitzer eines der Boote zu erkennen gegeben. Es wurden keine Boote als vermisst gemeldet und die Wrackteile, die gefunden wurden, konnten keinem dieser beiden Boote zugeordnet werden. Was also ist diesen Frauen an diesem heißen und schwülen Julitag 1966 widerfahren? Kann es sein, dass sie doch ertrunken sind? Statistisch gesehen ertrinken jedes Jahr mehr Menschen im Michigansee als an jedem anderen großen See in den USA. Könnte es also sein, dass sie mit der Strömung abgetrieben worden sind? Aber gleich drei Frauen auf einmal? Bis heute ist jedenfalls keine einzige von ihnen wieder aufgetaucht.
Jahre nach ihrem mysteriösen und absolut spurlosen Verschwinden erzählte der inzwischen inhaftierte Silas Jane, dass im Sommer 1966 drei Frauen unter seinem Haus begraben worden wären. Ein neuer Anhaltspunkt ergab sich. Die Strafverfolgungsbehörden nahmen die Bemerkung ernst und planten eine Durchsuchung des Grundstücks von Silas Jane. Der beteiligte Sheriff kam jedoch bei einem Unfall ums Leben, bevor die Durchsuchung stattfinden konnte. Infolgedessen wurde die Spur nicht weiter verfolgt. Leider konnte ich keine weiteren Details zum Ableben dieses besagten Sheriffs finden und auch keine Erklärung dafür, warum sein Nachfolger diese Durchsuchung nicht durchführte. Seltsam ist dieses Detail aber schon, denke ich. Silas Jane starb 1987 und 1997 wurde James Blotiot angeklagt, 1965 diese Autobombe auf dem Jane-Gestüt gelegt zu haben. Keinem der Männer konnte nachgewiesen werden, etwas mit dem Verschwinden von Patricia, Anne und René zu tun gehabt zu haben. Auch gab es keinerlei Beweise dafür, dass die beiden Männer am 2. Juli 1966 auch nur irgendwo in der Nähe des Dunes National Parks gewesen waren. 1975 dachte die Polizei, doch noch einen Durchbruch in diesem Fall erzielt zu haben. In den Dünen des Parks wurden die Überreste von drei Leichen gefunden. Diese stellten sich aber als Überreste von amerikanischen Ureinwohnern heraus. Kurios genug. Natürlich gab es auch in diesem Fall über die Jahre hinweg immer wieder Meldungen über angebliche Sichtungen der Frauen. Aber keine einzige hat sich bestätigt oder konkretisiert. Die Frauen blieben bis heute verschwunden und unentdeckt. Und niemand kann sich erklären, was damals geschehen ist und warum. Oder wie. Die Familien Bluff, Miller und Brühl hofften Jahrzehnte auf Antworten. Ein freiwilliges Verschwinden schlossen alle rigoros aus. Niemals hätten sie ihre Familien so gequält und mit dieser Ungewissheit weiterleben lassen. Die Polizei sagt, ihre Fälle bleiben weiterhin offen, seien aber inaktiv. Man würde auch weiterhin jeder Spur und jedem Hinweis nachgehen, der diesen undurchsichtigen Fall doch noch lösen könnte. Was kann also passiert sein? Viele Theorien, aber keine Beweise und keine Leichen. Heute, 57 Jahre später, wären Patricia und René 76 Jahre alt und Anne 78 Jahre alt. Patricias Schwester Janice sagt, sie wisse nicht, was sie über das Verschwinden ihrer Schwester glauben soll und bezweifelt, dass die Wahrheit jemals ans Licht kommen wird. Aber sie ist sich sicher, dass ihre Schwester stolz auf sie wäre, weil sie es trotz ihrer kargen Kindheit so weit im Leben gebracht hat. Sie hat zwar keine Pferde mehr, aber lebt auf einem wunderschönen Anwesen und Patricia hätte ihren Mann geliebt, sagt sie. Denn sie hat schließlich einen Pferdedoktor geheiratet.